Ja, die drei Fraktionen haben sich verständigt, gemeinsam einen Einsetzungsantrag Untersuchungsausschuss im Mordfall Dr. Walter Lübcke einzusetzen. Dieser Untersuchungsausschuss ist nach unserer Auffassung notwendig. Es ist nicht Aufgabe dieses Ausschusses, parallel zum Gerichtsverfahren tätig zu werden. Das ist Sache der Justiz. Das ist ausdrücklich nicht die Zielsetzung, juristische Bewertungen vorzunehmen und über einen mutmaßlichen Mörder dann am Schluss recht zu sprechen, weil das gelegentlich auch behauptet wurde. Wir sind deswegen der Auffassung, dass dieser Untersuchungsausschuss notwendig ist. Er soll klären, warum die Sicherheitsbehörden in Hessen, insbesondere das Landesamt für Verfassungsschutz, aber auch die hessische Polizei, die Gefahr, die von dem mutmaßlichen Mörder von Herrn Dr. Lübcke, Stefan Ernst, ausgegangen ist, nicht hinreichend beachtet hat, ihn nicht als gewalttätig auf den Fokus gehabt. Der Innenminister hat vor einigen Wochen mal davon geredet, Herr Ernst, aber auch Herr Hartmann seien abgekühlt. Wir haben mittlerweile genügend Belege dafür, dass Herr Ernst seit vielen, vielen Jahren, seit fast 25, 27 Jahren eine gewalttätige, rechtsextreme Vergangenheit und Karriere hat. Und er war auch in den letzten Jahren immer wieder tätig auf Demonstrationen in den Netzwerken. Und da stellt sich schon die Frage, warum haben das die hessischen Sicherheitsbehörden an der Stelle nicht mitbekommen. Und deswegen bedarf es dringend der Aufklärung, weil wir wollen natürlich wissen, gibt es Fehlverhalten von Behörden. Wir haben ein Fehlverhalten schon festzustellen, auch das wird ein Teil des Untersuchungsauftrages sein, nämlich die Erteilung einer Waffenbesitzkarte an Markus Hartmann durch das Verwaltungsgericht Kassel. Da musste dieser Tage der Präsident, amtierende Präsident des Verfassungsschutzes in Hessen zugeben, man habe nicht alle Informationen weitergegeben. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang, den wir dort erfahren haben. Und um solche Dinge wird es an der Stelle gehen. Wir werden auch natürlich nicht die gesamte Thematik NSU, Mord Halit Yozgat aus dem Jahre 2006 aufarbeiten können. Aber wir werden ausdrücklich uns auch auseinanderzusetzen haben, hat der ehemalige Verfassungsschützer Temme, der nach wie vor im Hause des Regierungspräsidiums in Kassel arbeitet, hatte er Verbindungen zu Stefan Ernst, gab es Kontakte zu Markus Hartmann, denn Herr Temme war Quellenführer im rechten Bereich. Und Herr Temme ist nach unserer Auffassung weiterhin eine der dubiosesten Personen, wo wir der Auffassung sind, er hat im damaligen NSU-Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt, er ist nach unserer Auffassung tiefer verschrickt und deswegen werden wir auch diesen Aspekt zu untersuchen haben. Und daraus können Sie schon ableiten, dass dieser Untersuchungsausschuss durchaus einiges an Arbeit auf sich zukommen hat. Ich will noch etwas sagen, wir haben einen neuen rechtlichen Rahmen, es gibt seit einigen Wochen ein verabschiedetes Untersuchungsausschussgesetz, wo die formalen Dinge geklärt sind. Hessen war das letzte Bundesland, was ein solches Gesetz nicht hatte. Das ist ein Fortschritt. Ob es in der Praxis gegenüber dem letzten NSU-Untersuchungsausschusses Veränderungen in der Zusammenarbeit gibt, das wird die Praxis zeigen. Was meine ich damit? Wir werden es nicht hinnehmen und das ist eine Lehre aus NSU 1, wenn Sie so wollen, Blockaden, Aktenschwärzung. Wir wollen, dass alle Akten ungeschwärzt vorgelegt werden. Wir wollen eine breite Transparenz hergestellt wissen, denn Aufklärung hat auch was mit Transparenz und Glaubwürdigkeit zu tun und das erwarten wir auch. Wir haben im Übrigen auch, vielleicht abschließend aus meiner Sicht, Gespräche mit CDU und Grünen geführt. Es gab das ausdrückliche Angebot, gemeinsam einen Einsetzungsantrag auf den Weg zu bringen. Und es gab mehrere Gesprächsrunden, dazu waren CDU und Grüne nicht bereit. Wie die sich zu unserem Antrag verhalten, abstimmungsmäßig, bitten wir um Nachsicht, bitten wir bei den beiden Fraktionen selbst zu erfragen. Wir haben auch kleinere Hinweise dieser beiden Fraktionen in den Einsetzungsantrag mit aufgenommen, allerdings nicht in der Substanz des Einsetzungsauftrags und des Klärungsbedarfs. An uns, an SPD, an FDP und Linken lag es nicht. Wir hätten gerne gemeinsam als Signal ausgesendet, weil die CDU erklärt ja auch sehr oft und wiederholt, wie betroffen sie vom Tod von Herrn Dr. Lübcke ist, einen aus ihren Reihen. Wir hätten es gerne gesehen, wenn der Hessische Landtag mit den 5 Fraktionen diesen Einsetzungsantrag auf den Weg gebracht hatte. Das scheint nicht möglich zu sein. Dann ist es so.
Aber wir haben, wie gesagt, Gespräche geführt. Wir haben den Einsetzungsantrag CDU und Grünen zur Kenntnis gelangt und kleine Veränderungen aufgenommen. Und wir wollen aufklären. Weil ich finde, das sind wir auch dem Opfer Dr. Lübcke, seiner Familie, aber insgesamt der demokratischen Gesellschaft schuldig. Und ich hoffe, dass diesmal die demokratischen Fraktionen an einen Strang ziehen und dass diesmal der Aufklärungswille im Vordergrund steht und dass wir nicht Verfahrensstreitigkeiten wie beim letzten Mal ein Dreivierteljahr hinziehen müssen. Und deswegen ist dieser Antrag notwendig, weil dass der Rechtsextremismus auch in Hessen eine besondere Gefahr und Herausforderung ist, ist unstrittig. Und deswegen ist dieser Untersuchungsausschuss notwendig. Ja, herzlichen Dank, Günter Rudolf. Weiter macht Stefan Müller von den Freien Demokraten. Ich möchte zu Beginn erstmal deutlich machen, dass es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen ist, dass in der Woche, in der die strafrechtliche Aufarbeitung des mutmaßlichen Mordes stattfindet, am Dienstag hat dort die Verhandlung, der erste Verhandlungstag stattgefunden, dass wir dann auch die politische Aufarbeitung der Hintergründe dieses Geschehens hier im Hessischen Landtag vornehmen. Das ist ein Konstrukt und ein Teil im gesamten Konzept im Kampf gegen Rechtsextremismus. Es ist ein Teil davon, aber es geht eben in der Tat darum, zu überprüfen und zu schauen, wo sind Fehler passiert, wo sind Abläufe und Strukturen, die verändert und angepasst werden müssen, um eben in Zukunft zu versuchen, solche Taten zu verhindern, zumindest aber das Risiko zu minimieren. Ganz ausschließen wird man das nie können. Trotzdem ist es eben auch ein Part und eine Aufgabe, die, glaube ich, auch die erste Gewalt im Hessischen Landtag sehr ernst nehmen muss, zu schauen, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten im Kampf gegen Rechtsextremismus innerhalb der Ermittlungsbehörden, aber auch innerhalb des Landesamtes für Verfassungsschutz. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, denn es ist unstreitig, dass es schlimm war, dass Stefan E. aus dem Fokus des Verfassungsschutzes geraten ist. Und wir müssen sehr genau hinschauen, wo die Ursachen sind. Rudolf hat es eben schon angesprochen, wir werden auch schauen, gab es Zusammenhänge zu Temme, gab es Zusammenhänge zu anderen Bereichen, die in der Vergangenheit schon diskutiert wurden, um zu sehen, wo sind die Strukturen, nicht nur jetzt im Hinblick darauf, dass man sich, bevor man jemanden aus der Beobachtung nimmt, ihn nochmal anschaut, sondern dass er erst gar nicht aus dem Fokus gerät. Wo sind die Zusammenhänge, wenn jemand in rechtsextremen Parteien unterwegs ist, dann vielleicht irgendwann im freien Widerstand wechselt. Wie wird das bearbeitet und wie schaut man sich das an, damit eben gefährliche rechte Gewalttäter nicht aus dem Fokus der Ermittlungsbehörden des Verfassungsschutzes geraten? Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ebenso stellt sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass wenn Markus H. eine Waffenbesitzkarte beantragt und er eigentlich als gewaltbereiter Rechtsextremist bekannt ist, er dann diese Waffenbesitzkarte tatsächlich bekommt? Was sind da für Veränderungen erforderlich, dass das passiert? Weil die Abfrage beim Verfassungsschutz hat ja stattgefunden. Also das, was immer wieder gefordert wird, dass es eine Regelabfrage geben muss, hätte in dem Fall gar nicht dazu geführt, dass irgendwas anders gelaufen wäre. Und das sind aber Aufgaben, denen wir uns annehmen müssen und die wir schon uns auch anschauen werden und aufschauen werden, wo sind dort unter Umständen eben die Strukturen entsprechend zu verändern und anzupassen, um in Zukunft dort erfolgreicher arbeiten zu können. Das ganze Thema abgekühlte Rechtsextremisten wird sicherlich auch ein wesentlicher Kernbestandteil der Untersuchung im Untersuchungsausschuss werden. Das ist unstreitig. Es wird spannend sein zu beobachten, ob das neue Untersuchungsausschussgesetz, das wir haben, dazu führt, dass wir jetzt wirklich auch gemeinsam an einem Strang ziehen, weil es ist Aufgabe des Parlaments aufzuklären. Und nicht alleine eine Opposition, sondern es geht hier um die Kontrolle und auch die Überprüfung des Handelns der Exekutive. Und deswegen sollten wir hier auch im Landtag immer wieder selbstbewusst deutlich machen, dass es hier die Aufgabe der ersten Gewalt ist, zu schauen, auch was in der zweiten Gewalt anders hätte laufen können, anders hätte laufen müssen. Ich will vielleicht das als den Fokus zu dem Themengebiet Einsetzungsantrag mal belassen. Ich will aber noch auf einen Punkt hinweisen und das wäre die Frage Ablauf und wie organisieren wir uns. Ich glaube, dass an der Stelle auch aufgrund des neuen Untersuchungsausschussgesetzes, dass es ermöglicht, dass jetzt auch eine Opposition einen Vorsitz stellen könnte im Untersuchungsausschuss, ist hier in diesem Falle ein gutes und angemessenes Signal wäre, wenn die Mehrheit im Hessischen Landtag der Opposition den Vorsitz zugestehen würde.
Ich glaube, dass das richtig wäre, wenn die größte Oppositionsfraktion hier an der Stelle den Vorsitz übernehmen würde. Das würde dem deutlichen Aufklärungsinteresse, das glaube ich auf allen Seiten vorhanden sein sollte, nochmal Nachdruck verleihen. Und das wäre etwas, was, glaube ich, ein angemessenes Signal auch von CDU und Grünen wäre. Ich glaube, dass wir mit dem Zugehen auch auf die beiden Fraktionen deutlich gemacht haben, dass es hier darum geht, gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen und gemeinsam aufzuklären, was aufzuklären ist, und Strukturen so positiv zu verändern, wie es eben nötig ist, um den Kampf gegen Rechtsextremismus erfolgreich zu gestalten. Herzlichen Dank, Stefan Müller. Das Wort hat Hermann Schaus von der Fraktion Die Linke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind sehr froh, dass wir jetzt soweit sind, gemeinsam den Untersuchungsausschuss einsetzen zu können. In der nächsten Woche am Donnerstag um 14 Uhr ist ja vorgesehen die Diskussion darüber im Plenum und dann die entsprechende Entscheidung, wobei die Entscheidung ist ja eher formal, weil unsere drei Fraktionen gemeinsam natürlich genügend Stimmen haben, um nach den Minderheitsregeln des Landtags auch den Untersuchungsausschuss selbstständig einsetzen zu können. Wir bewegen uns, was den jetzt unter Mordverdacht stehenden Stefan Ernst angeht, nach den eigenen Aussagen des Verfassungsschutzes zwischen abgekühlt und brandgefährlich. Und genau in diesem Spannungsfeld gilt es sozusagen, Aufklärungsarbeit zu leisten, wie in ein und derselben Behörde, wie ein und dieselbe Behörde einfach zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen kann. Das ist schon dargestellt worden. Da geht es uns in der Tat natürlich um die interne Löschung der Akten im Jahre 2015. Ich sage auch dazu, just zu einem Zeitpunkt, wir gucken die Tage noch mal an demnächst, just zu einem Zeitpunkt, wo wir als Linke den Beweisantrag 37 in den Untersuchungsausschuss eingebracht haben, wo Stefan Ernst explizit benannt wurde damals und wir die Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes damals zu diesem Dossier über Stefan Ernst, Markus Hartmann und andere aus der Neonazi-Szene dann auch thematisiert haben. Also die Aktenlöschung ist das eine. Es geht natürlich auch um die Anbahnungsgespräche mit Markus Hartmann und möglicherweise auch Stefan Ernst oder die Klärung, ob tatsächlich einer von beiden oder beide für, wenn es nicht ein hessischer Dienst ist, vielleicht auch für einen anderen Dienst tätig waren oder angeworben werden sollten. Auch das wird eine Rolle spielen. Es geht aber auch um Aufklärungsarbeit und da fällt auch die Polizei sozusagen oder die polizeilichen Ermittlungen, die müssen auch nochmal konkret betrachtet werden. Ich will das beispielhaft sagen, da geht es um die Mordermittlungen gegen Ahmed E., das ja jetzt im Verfahren in Frankfurt auch eine Rolle spielt, wo Stefan Ernst im Jahre 2016 ja von der Polizei vernommen wurde damals zu dieser Mordtat. Ja, das Fahrrad, das er gefahren hat, war identisch mit dem, was auf Videos zu sehen war. Und die Frage ist zu stellen, wie sind denn damals diese Mordermittlungen weitergelaufen? Das ist ein Punkt. Es geht natürlich auch um die Bedrohungssituation von Herrn Dr. Lübcke im Jahre 2015 nach der Veranstaltung am 14.10. in Lohfelden, ja, wo ja Hasspost sozusagen von Hartmann und Ernst, aber von Hartmann vor allen Dingen, noch am gleichen Abend ins Netz gestellt wurden und eine bundesweite sozusagen Hasskampagne von ihm dadurch ausgelöst wurde. Also auch die Frage zu stellen, man hat 2015 Walter Lübcke unter Polizeischutz gestellt, aber nachzugehen, wo die Bedrohung herkommt, wer sozusagen der Verursacher war, wer der Erste war, der das ins Netz gestellt hat, nämlich heute wissen wir das, Markus Hartmann, das ist genau so ein Thema, das im Untersuchungsausschuss aus unserer Sicht noch eine Rolle spielen muss. Und letztendlich geht es bei Markus Hartmann auch um die polizeiliche Ermittlungsarbeit im Falle der Ermordung von Halit Josta 2006. Also da sind wir wieder beim NSU oder beim NSU-Umfeld, weil Hartmann wurde ja vernommen 2006. Das BKA hat ihn quasi, nicht ihm, sondern hat eine Falle gestellt, in die er reingetappt ist. Und es ist sozusagen, ja, diese Ermittlungen sind dann im Sand verlaufen. Man hat nicht
darauf geachtet, dass Hartmann, der ja noch viel länger in der nordhessischen Neonazi-Szene verankert ist als Ernst selbst, man hat diese Frage gar nicht aufgeworfen und offensichtlich nach unseren Informationen in den polizeilichen Ermittlungen spielte das gar keine Rolle. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Letztendlich geht es natürlich auch um Verhalten von Justiz. Und da geht es insbesondere darum, haben die offizielle Aussage der Lebensgefährtin von Herrn Hartmann Sorgerechtsverfahren vor dem Amtsgericht in Korbach im Jahre 2018, wo sie angibt, klare Hinweise auf illegale Sprengstoff, auf illegalen Waffenbesitz gegenüber Hartmann dem Gericht mitgeteilt zu haben, und auch das gipfelte dann soll gipfeln in der Aussage, er hätte ihr gegenüber gesagt, wenn er eine tödliche Krankheit hätte und so weiter, dann würde er sich einen Sprengstoffgürtel umschnallen und möglichst viele Kanaken dann mit in den Tod zu reißen. Also alles Hinweise vor der Ermordung von Walter Lübcke. Das gilt es zu prüfen, und es gilt letztendlich auch zu prüfen, das ist ja der Punkt, Aktenlöschung. Es wird behauptet, die ganze Zeit von Seiten der Behörden, man hätte nach 5 Jahren die Akten von Ernst und Hartmann sozusagen löschen müssen. Überspitzt, aus Datenschutzgründen, sage ich mal. Also ein Blick, ich hab's mir rausgezogen, ein Blick in § 16 Absatz 7 des Verfassungsschutzgesetzes widerlegt das ganz klar, weil hier wird von Prüfen gesprochen nach 5 Jahren und nicht von sozusagen von zwangsweise Löschen von Akten. Und das ist ja das Fatale, diese Akten sind 15 und 16 intern gelöscht worden, sie standen nicht mehr zur Verfügung und deshalb deshalb konnte sozusagen die Ermittlung dazu nicht mehr stattfinden. Das soweit zu den inhaltlichen Punkten. Was die formalen organisatorischen Dinge angeht, so unterstützen wir sehr gerne, sage ich mal, den Vorschlag auch von Seiten der FDP, dass in diesem Falle der größten Oppositionspartei, also der SPD, der Vorsitz angetragen wird. Das ist ja jetzt nach dem Untersuchungsausschussgesetz möglich. Wir denken, dass das auch gerade im Hinblick auf die Erfahrung, die wir gemacht haben im NSU-Untersuchungsausschuss, ein gutes Zeichen wäre, von Seiten der Koalition diesen Vorschlag näher zu treten.